Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Chinchilla-Video. Bevor das Video losgeht, möchte ich mich erst einmal ganz kurz bei euch bedanken. Wir sind mittlerweile knapp 200 Abonnenten, damit hätte ich niemals gerechnet. Erstmal vielen, vielen Dank dafür und natürlich auch vielen Dank an alle, die immer fleißig meine Videos gucken und kommentieren. So, und dann würde ich sagen, wir legen auch direkt mit diesem Video los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und wenn euch das Video gefällt, dann zeigt mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Ja, hier ist nochmal ein kleiner Überblick für euch, wie das Chinchilla-Gehege aussieht, bevor ich das sauber mache. Also, es ist meistens sehr, sehr unordentlich. Es liegt verschiedenstes Futter rum und die Ebenen sind auch immer voll mit Pipi und mit Kötteln. Ich mache übrigens das Chinchilla-Gehege alle 2 bis 3 Wochen komplett sauber, also wo ich dann wirklich auch das ganze Gehege ausräume und das Einstreu wechsle, so wie ihr das in diesem Video jetzt sehen könnt. Ansonsten kehre ich immer so alle 2 Tage die Ebene nochmal ein bisschen ab, je nachdem wie dreckig es ist, und das Sandbad wird natürlich auch öfter ausgesiebt. Bevor es losgehen kann mit dem Saubermachen, müssen natürlich erstmal die Chinchillas in den Auslauf. Ihr könnt mir glauben, das ist keine leichte Aufgabe, denn wer schon mal Chinchillas gesehen hat bzw. gegebenenfalls selber welche hält, der weiß, dass die sehr flink sind und dass sie sich gar nicht so leicht einfangen lassen. Ich habe ja auch tatkräftige Unterstützung von Akira bekommen. Wenn die beiden Jungs dann im Auslauf sind, dann fange ich als erstes damit an, dass ich das ganze Gehege erstmal ausräume. Und anschließend nehme ich mir mal den Staubsauger zur Hilfe und sauge damit erstmal die Köttel und das Heu von den ganzen Etagen. Ja, und wenn ich dann damit fertig bin, dann sieht das Ganze meistens so aus. Und dann geht es auch schon ans Putzen der Etagen. Dafür nehme ich immer diesen Himbeeressig von Frosch. Das ist keine Werbung, aber der ist wirklich sehr, sehr gut. Also den benutze ich sowohl fürs Chinchilla-Gehege als auch für die Kaninchentoiletten. Und der entfernt die Urinflecken wirklich super gut und stinkt auch nicht so wie normaler Essigreiniger. Ich sprühe dann immer die Ebenen richtig schön ein mit dem Essigreiniger und lasse das meistens kurz einwirken, je nachdem wie ich Zeit habe. Und anschließend rubbel ich das dann immer mit so einem Schwamm richtig schön ab und wische das noch mit einem Zewa oder mit einem Lappen trocken. Ab und zu verwende ich dann noch dieses Desinfektionsspray hier. Das ist speziell für Gehege und Volieren gedacht, um halt Bakterien und Viren abzutöten. Das mache ich aber nicht jedes Mal, sondern nur alle paar Monate mal. Da sprühe ich dann einfach wieder die Etagen ein bisschen damit ein, lasse das kurz einwirken und wische das dann nochmal ein bisschen trocken. Ja, und wenn ich dann damit fertig bin, dann fange ich an, das Einstreu auszuwechseln. Wenn dann das ganze dreckige Einstreu draußen ist, dann kommt als erstes der Laubteller von den Chinchillas wieder ins Gehege rein und anschließend fülle ich dann den ganzen Boden wieder mit Einstreu. Ich verwende hier einfach ganz normale Hobelspäne von Fressnapf, die finde ich auch sehr gut und davon mache ich dann immer eine richtig dicke Schicht rein, weil Zero so ein bisschen Probleme hat mit wunden Füßen und damit die Füße sich nicht entzünden und er es schön weich hat, ja, wird dann immer richtig dick eingestreut.
und dann geht es auch schon wieder an das Einrichten des Geheges. Wenn ihr dann noch ein paar Tipps und Anregungen braucht, was den Gehegebau oder die Einrichtung betrifft, dann könnt ihr auch gerne mal bei meinem anderen Video zum Thema Chinchilla-Gehege vorbeischauen. Zum Schluss erneuere ich dann immer nochmal das Sandbad. Also da mache ich den Sand wirklich dann alle 3 Wochen komplett raus und mache komplett neuen rein. Und ich wasche noch die Näpfe ordentlich aus und stelle dann auch gleich neues Futter mit ins Gehege rein. Ja, und wenn dann alles fertig ist und alles wieder schön sauber ist, dann dürfen die Chinchillas natürlich wieder in ihr Gehege einziehen. Es dauert im Übrigen meist keine 2 Stunden, bis es wieder so dreckig ist wie vorher. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und wünsche euch jetzt erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr, einen super Start im neuen Jahr 2021 und natürlich ganz, ganz viel Gesundheit für euch und eure Liebsten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns ganz bald beim nächsten Video. Tschüss!